Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. In diesem Jahr 2021 lese ich aus verschiedenen Bibelandachten, aus Bibelleseplänen der YouVersion Bible App vor. Und heute geht es um Engel. Noch einmal und immer wieder sind sie Figuren, die die Weihnachtsgeschichte bevölkern. Und viele, viele andere Geschichten der Bibel. Lukas 2, Verse 13 und 14, uns allen wohlbekannt. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten und sangen, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Und immer wenn du solche Geschichten hörst über Engel, dann ist doch die Frage, was stellst du dir dabei eigentlich vor? Meistens kommen Erinnerungen aus der Kindheit vor, als du aufgewachsen bist. Was wurde dir da über Engel beigebracht? An wen hast du dich in dunklen Zeiten oder unsicheren Zeiten deines Lebens gewandt? Und was wurde dir geantwortet? Engel, das müssen wir einmal festhalten, Engel sind furchterregend. Das ist auch nicht schwer zu glauben, denn die ersten Worte, die Engel üblicherweise in Begegnungen zu Menschen sagen, lauten häufig, fürchte dich nicht. An vielen, vielen Stellen der Bibel ist das so. Und ihr seht ja in meinem T-Shirt, auch wenn du einem Wookie begegnest, würdest du dich zunächst einmal fürchten und würdest erst, wenn du Han Solo mit Chewbacca siehst, wie sie befreundet sind, vermuten, dass es auch möglich sein kann, dass sie nicht ganz so furchterregend sein können. Nun, zurück zu den Engeln. Wir wissen nur wenig Sicheres über Engel. Abgesehen von der Tatsache, dass sie geistliche Wesen sind. Sie scheinen verschiedene Rollen zu übernehmen, von Kriegern über Wächter bis hin zu Boten, die Gottes Nachrichten überbringen. In der Weihnachtsgeschichte sind sie eben genau solche Boten. Ein Engel erscheint Zacharias. Ein weiterer namens Gabriel erschien Maria, um ihr zu sagen, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen würde. Dann erschien Josef im Traum ein Engel, um ihm ebenfalls diese Nachricht zu überbringen. Und das nächste Mal, als ein Engel in dieser Geschichte erschien, war es den Hirten auf dem Feld. Wir haben bereits über die Hirten gesprochen in einem anderen Adventskalendertürchen. Und wie wir aus ihrem Beispiel lernen können, aber wie sieht es mit den Engeln aus? Was bringen sie uns bei? Was bringen sie uns über Freude inmitten von Ungewissheit bei? Die Engel waren voll Freude, weil sie einen Vorteil hatten. Sie wussten von dem König, der diese Nacht ankommen würde und der Hoffnung, die er der Menschheit bringen würde. Sie wussten, was die müde Welt noch nicht wusste. Hoffnung war auf dem Weg. Dies war ein Schlüsselmoment in der Menschheitsgeschichte und diese Gruppe von Engeln kam zusammen, um den Hirten die beste Nachricht, die sie jemals hören würden, zu verkünden. Diese Menge der himmlischen Herrscher war eine große Anzahl geistlicher Diener des Herrn. Man könnte es eine himmlische Gemeinde nennen, die jene Gemeinschaft der Gläubigen widerspiegelt, die eines Tages gemeinsam Gott vor seinem Thron preisen werden, wie es im Buch der Offenbarung beschrieben wird, besonders hier an dieser Stelle Offenbarung 7, Vers 9. Diese Menge der himmlischen Herrscher freute sich gemeinsam. Die Hirten nahmen diese Freude an und gaben sie an andere weiter. Licht breitete sich aus und erhellte die Dunkelheit. Inmitten eigener finsterer Zeiten wirst du womöglicherweise feststellen, dass du weder Freude noch Hoffnung verspürst, um dich Gott zu nähern. In dieser Zeit kannst du die Nähe von anderen Gemeindegliedern suchen,
damit diese dich durch Gottes Verheißungen ermutigen können und dir so praktisch zu Engeln werden. Maria, Josef und die Hirten hätten niemals erahnen können, welche Rolle sie in der für unseren Glauben als Christen so grundlegenden Geschichte, Weihnachtsgeschichte, spielen würden. Aber als nichts um sie herum Sinn machte und sich die Welt müde und hoffnungslos anfühlte, hielten sie an Gottes Verheißungen fest und vertrauten auf seine Güte. Und dann erzählten sie anderen von dieser Güte. Und nach breitete sich die Hoffnung aus. Und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen, dass diese Hoffnung dich in diesem Advent ermutigt, dass du durch diese ermutigende Hoffnung andere ermutigst, indem du ihnen davon erzählst, vielleicht von diesem Adventskalender, vielleicht von der YouVersion Bible App, vielleicht von den Bibelleseplänen, vielleicht von einer Bibelstelle, die du gehört hast, beiläufig vielleicht, als du draußen an einem Gottesdienst vorbeigegangen bist und eine Bibelstelle durchs Fenster heraus in dein Ohr gekrochen ist oder was auch immer. Frag dich also, wann kannst du vielleicht diese Woche diese Hoffnung noch verbreiten und an wen möchtest du sie weitergeben? Und damit wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und freue mich darauf, dich morgen wiederzusehen, wenn wir das nächste Türchen gemeinsam öffnen werden. Bis dann. Boah.